Die Notenbanken in den USA und Europa haben in dieser Woche bestätigt, dass sie ihren Kurs der extrem lockeren Geldpolitik vorerst weiter fortführen wollen. Und das allein hat den Aktienkursen schon einen gewissen Auftrieb verliehen. Darüber hinaus kamen aber auch noch äußerst zufriedenstellende Konjunkturdaten an den Markt. So zum Beispiel die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie in China, in Europa und den USA. Diese lagen allesamt über den Erwartungen des Marktes. Darüber hinaus hat sich bestätigt, dass sich der US-amerikanische Arbeitsmarkt weiter moderat erholt. Das Stellenwachstum war zwar am vergangenen Freitag bekannt gegeben, nicht ganz so stark ausgefallen, wie Analysten vorhergesagt hatten, aber die Arbeitslosenquote ist in der größten Volkswirtschaft der Welt immerhin von zuletzt 7,6 auf 7,4% zurückgegangen. Wir haben auch noch eine Flut an Unternehmenszahlen bekommen. Einige davon sind überraschend gut ausgefallen und drückten sich dann auch in Kursgewinnen aus. Zu diesen Werten gehörten vor allen Dingen die Allianz, Bayer, Heidelberg Zement, Linde und auch Infineon. Erfreut zeigten sich viele Aktionäre darüber, dass der Fernsehhersteller Löwe einen strategischen Partner in China gefunden hat. Auch diese Aktie konnte deutlich zulegen. Zweistellig sind die Gewinne hier ausgefallen. Darüber hinaus zeigten sich Anleger durchaus zuversichtlich, dass der Führungswechsel an der Spitze von Siemens, von Peter Löscher hin zu Joe Kaeser, auch dem Konzern etwas bringen werde. Äußerst negativ fielen dagegen die Meldungen aus, dass der Kali-Preis sinken würde. Die K+S-Aktie stürzte infolgedessen innerhalb dieser einen Börsenwoche um mehr als 30% ins Minus. Negativ kamen bei den Anlegern auch die Zahlen der Deutschen Bank an. Der Nettogewinn hat sich hier halbiert und die Rückstellungen wegen der Gerichtsverhandlungen betragen mittlerweile 3 Milliarden Euro. Fresenius, Fresenius Medical Care und BMW kamen auch nicht so gut an.